Wir haben es geschafft. Wir haben den ersten Durchgang, den ersten Farbanstrich hier in unserem Tiny House vollzogen und wie das geworden ist, das zeigen wir euch heute. Wir sind übrigens Anja hinter der Kamera und Ilan, das bin ich. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben damals ja einige Male über unsere Farbe hier im Tiny House gesprochen, beziehungsweise die Farbe, die wir oder in welcher Farbe wir die Wände streichen wollen. Da waren wir aber noch lange nicht so weit. Das ist also schon über ein Jahr her. Heute ist es aber passiert, beziehungsweise in dieser Woche ist es passiert. Wir haben den ersten Anstrich vollzogen hier im Tiny House. Sind eigentlich auch sehr zufrieden und möchten euch jetzt mal das Ergebnis zeigen. In unserem Haus, egal ob Lasur, Grundierung, Wachse, Standölfarbe, haben wir uns für die Produkte von Kreidezeit entschieden. Und wir können euch das gerne nochmal unten verlinken in der Infobox. Außerdem haben wir unsere Balken, die ihr hier seht, also die zumindest noch zu sehen sind, auch lasiert. Der Ton, den wir hierfür verwendet haben, nennt sich Eiche Hell, also die Lasur, die wir hier gewählt haben. Und eigentlich, normalerweise, habe ich euch ja gerade gezeigt, sieht das deutlich dunkler aus, gerade wenn man zweimal lasiert. Das ist hier geschehen. Ich weiß nicht, was ich da falsch gemacht habe. Ich habe es eigentlich einziehen lassen, 20 Minuten lang. Ich habe vorher auch nochmal umgerührt. Das war nämlich der erste Fehler. Der ist mir aber noch eigentlich rechtzeitig aufgefallen. Also ja, wir schauen mal, ob wir das jetzt nochmal lasieren wollen. Auf jeden Fall haben wir gesagt, jetzt ist es erstmal egal. Wir streichen jetzt die Wände. Nach dem ersten Anstrich, und das sieht man jetzt nicht mehr, ein Glück, zumindest sehe ich es nicht mehr, haben wir bemerkt, dass sich die Härchen, die Holzfasern, nochmal irgendwie aufgerichtet haben. Die Wand hier, also die Innenwand, ist ja die Innenwand unseres Sandwich-Panels. Und das ist eine Okume-Platte, also ein Okume-Holz, ein Tropenholz als Sperrholzplatte. Und das haben wir eigentlich dann auch nochmal angeschliffen, um dieses Ergebnis zu erzielen. Das heißt, wir mussten die Farbe nochmal anschleifen und dann haben wir es nochmal gestrichen. Und jetzt hat es zumindest den Ton bekommen, den wir wollen. Somit hatten wir für diese Platten hier eine Grundierung, einen Zwischenanstrich und einen zweiten Anstrich. Hier seht ihr noch die Innenseite unseres Fassadenelements. Aufgrund des dunklen Tons dieses Holzes braucht man auf jeden Fall zwei Anstriche. Die Kleber hier bleiben so lange drauf, bis die Farbe eben vollkommen durchgetrocknet ist und wir sagen, ja, damit sind wir zufrieden mit dem Ergebnis. Ich fasse jetzt also nochmal zusammen, was wir alles gestrichen haben. Wir haben einmal die Heizungsverkleidung hier unten gestrichen mittlerweile. Da wird wahrscheinlich noch ein zweiter Anstrich vonnöten sein, weil auch hier die kleinen Holzhärchen, so nenne ich sie jetzt mal, aufstehen. Die möchten wir nochmal wegschleifen und dann kriegt das Ganze nochmal einen zweiten Anstrich. Dann haben wir natürlich hier einmal die Trennwand zum Badezimmer. Die ist jetzt auch gestrichen. Die deckt eigentlich auch schon ganz schön hier die Farbe. Dann das Oberlicht bis rüber zur Küche natürlich. Die Platte ist natürlich jetzt auch neu und auch gestrichen. Hier sieht man natürlich nochmal deutlich den Unterschied, finde ich, weil dieser Bereich hier hinter mir war eine ganze Zeit lang nicht gestrichen und auch nicht fertig und alles lag hier frei rum und war eben nur verspachtelt und geschliffen. Wie schön, dass das jetzt hier noch auf ist. Genau, das mussten wir doch korrigieren. Also hier ist noch nicht gestrichen. Hier seht ihr es, so sah es vorher aus. Und so sieht die Farbe auch aus. Und das sieht man vielleicht hier etwas besser. Ich mache es mal ein bisschen heller. Ah, super. Das passiert, wenn wir das passiert, wenn wir unser Licht zu sehr aufdrehen, dann kriegen wir hier diesen Feueralarm. Oh nee, die Nachbarn denken auch immer, was geht denn bei denen ab? Was ist das denn für eine Technoparty hier? Hier sieht man nochmal den Unterschied zwischen dem Pappe-Sperrholz-Anstrich und dem Anstrich unserer Okume-Sperrholzplatte. Und hier sieht man ganz deutlich, dass das Dunkle irgendwie noch durchschimmert. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der Kamera rüberkommt, aber es wird so sein, hundertprozentig, dass wir hier nochmal einen zweiten Anstrich benötigen. In diesem Zimmerchen hier ist, finde ich, am meisten passiert. Weil wir hier auch grundsätzlich den ersten Anstrich durch haben. Leider scheint die Sonne heute nicht so schön und wir haben noch keine Beleuchtung. Aber hier haben wir alles zum ersten Mal angestrichen, bis auf die Decke. Die fehlt noch, das haben wir zeitlich jetzt noch nicht geschafft. Aber so sieht man auch, wie es vorher bei den Wänden aussah. Durch den ersten Anstrich wird hier einfach der kleine Raum von 3,8 Quadratmetern unglaublich geöffnet. Es ist viel heller, viel freundlicher. Und wenn man genau hinschaut, sieht man auch hier noch das leichte, dunkle Durchschimmern von dem Okume-Sperrholz. Das wird aber spätestens nach dem zweiten Anstrich auch komplett
weg sein. Den Bereich, da hat sich Ilan durchgesetzt, den lassen wir erstmal dunkel und gucken, wie das Ganze dann vom Design später wirkt und was wir mit dem Bereich machen wollen. Eigentlich ist es auch ganz schön, noch das ursprüngliche Holz durchscheinen zu lassen. Es macht aber den Raum nicht klein, so wie es vorher war, als alle Wände noch sehr dunkel waren. Und wie gesagt, wenn dann die Decke auch noch gestrichen ist, dann sind wir auch mit diesem Bereich fertig. Auch diese Wand neben mir und über mir ist auch gestrichen und sogar den Treppenaufgang haben wir schon geschafft. Da sind wir super, super happy. Auch das gefällt uns optisch total gut. Das heißt, dass wir auch in der nächsten Woche oder in den nächsten zwei Wochen unsere Schiebetür hier anbringen können. Da haben wir ja auch schon alles soweit vorbereitet, bis auf die Türen. Die müssen wir noch irgendwie mit den Stirnseiten verschließen, dadurch, dass wir mit Leichtbauplatten arbeiten. Wir wollen es aber heute kurz halten, deshalb zeigen wir euch noch oben ganz kurz unseren Schlafbereich und gehen einmal nach oben. Willkommen mit unserem Loft. Also auch hier finden wir, hat sich total viel getan. Das macht einfach super viel aus, wenn die Rückwände und auch vor allem auf dieser Seite hell gestrichen sind. Man sieht, auch hier müssen wir noch mal ein zweites Mal drüber. Das ist jetzt ein Zwischenanstrich. Und falls sich hier noch diese Holzfasern zu sehr aufstellen, werden wir hier auch noch mal ganz leicht anschleifen und dann final noch mal mit der Farbe drüber. Wir haben ja jetzt nachbestellt, damit müssten wir auch dieses Mal hinkommen. Und auch der Blick dann ins Wohnzimmer, das ganze Haus wirkt jetzt einfach schon wieder fertiger. Und ja, ich denke, wenn wir dann mit dem zweiten Anstrich oder auch mit den Stellen, die noch nicht gemacht sind, komplett durch sind, dann sind wir auch soweit, endlich unsere Leisten anzubringen, um dann diese unschönen Schnitte von uns oder diese größeren Lücken noch abzudecken. Ich denke, wir werden auch noch hier unsere Mauer auch noch weiß streichen, allerdings die Deckel dunkel halten. Wir wollten versuchen, dass alle Ablagen im Haus, als auch die Treppenstufen und ähnliches, verhältnismäßig dunkel bleiben. Aber soweit sind wir total happy mit dem Ergebnis in dieser Woche. Ihr wisst ja, ihr seid up to date. Wir sind heute erst noch mit den letzten Pinselstrichen fertig geworden. Machen auch an der Stelle schon Schluss für das heutige Video. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann hinterlasst uns das gerne in den Kommentaren. Gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und falls ihr noch weitere Ideen und Anreize habt, lasst auch das uns gerne wissen. Wir haben schon gemerkt, in den letzten Wochen der Austausch, der tut immer total gut. Da nehmen wir auch immer sehr, sehr viel mit. Also macht gerne weiter so und wir sagen bis nächste Woche.